Corona ist im Moment das alles beherrschende Thema. Darüber vergisst man schon mal, welches Thema noch wichtiger ist, nämlich der Klimawandel. Im vergangenen Jahr hat Deutschland ja seine Klimaziele erreicht. Super, ganz toll. Leider nur, weil das Virus das Land weitgehend lahmgelegt hat. Wie geht's nun weiter? Kriegen wir jedes Jahr eine neue Pandemie hin? Schaffen die Fledermäuse das? Ich weiß es nicht. Wir müssten ja tatsächlich immer so leben wie jetzt, um den Klimawandel aufzuhalten. Mit Shutdown, Reiseverzicht und jeden Abend Karl Lauterbach. Ist das eine ernsthafte Option? Es ist auf jeden Fall das falsche Signal. Das glaube ich auch. Also muss ich politisch etwas ändern, zum Beispiel durch mehr Umweltsteuern. Da höre ich sofort die Wirtschaft klagen, was noch mehr Steuern? Wir haben doch schon viel zu viele Steuern und viel zu hohe Steuern. Und wir Deutschen sind doch bei den Abgaben im Vergleich ganz vorne, gerade was die Umwelt angeht. Stimmt das? Wir haben mal nachgefragt bei Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Deutschland hat im europäischen Vergleich die niedrigsten Umweltsteuern, ist da am unteren Ende dabei. Andere Länder haben sehr viel höhere Umweltsteuern und in Deutschland ist der Anteil der Umweltsteuern, die ja dafür da wären, dass wir Umweltschutz und Klimaschutz machen, im Zeitablauf massiv gesunken. Das hätte umgekehrt sein müssen. Ja, Deutschland liegt bei der Belastung durch Energie-, Verkehrs- und Emissionssteuern auf dem letzten Platz in Europa. In Deutschland machen diese Steuern nur 4,4% der Steuer- und Sozialabgaben aus. Ganz vorne hingegen liegt Bulgarien, gefolgt von Griechenland und Lettland. Mehr noch, wir in Deutschland geben 46 Milliarden Euro Steuergeld aus, mit dem wir klimaschädliche Unternehmen und Maßnahmen aktiv fördern. Viele Unternehmen sind beispielsweise von der Zahlung der EEG-Umlage ausgenommen, haben geringere Energiesteuern zu zahlen oder auch die Ökosteuer, die ja mal eingeführt wurde. Viele Unternehmen zahlen sie gar nicht. Nee, große Kraftwerke zum Beispiel sind bei der Energiegewinnung von der Energiesteuer befreit. SPD und Union sind sich ja einig bei der Förderung von veralteten und klimaschädlichen Technologien. Da sind sie sozusagen die große Koalition, was uns alle pro Jahr 1,8 Milliarden Euro kostet. Also wenn Sie richtig Steuern sparen wollen, richten Sie sich zu Hause kein Arbeitszimmer ein, bauen Sie sich ein fossiles Kraftwerk in den Garten. Es ist zum Teil sogar so, dass Unternehmen einen besonders hohen Stromverbrauch erreichen müssen, um dann entlastet zu werden. Also je mehr Strom man verbraucht, desto mehr Geld hat man übrig. Stellen Sie sich das mal in privaten Haushalten vor. Da würde man Rucola nicht in der Salatschleuder trocknen, sondern lieber im Wäschetrockner. Oder Flugverkehr. Internationale Flugtickets sind von der Mehrwertsteuer befreit. Kerosin wird nicht besteuert. Und dann gibt es natürlich noch nebenbei lokale Prestigeprojekte wie Regionalflughäfen, die kein Mensch braucht. Am Flughafen Erfurt-Weimar gab es im September 2020 nur alle zwei Tage eine Flugbewegung. Und ich glaube, das war eine Kohlmeise. Der Regionalflughafen Paderborn-Lippstadt ist nur 73 Kilometer vom Regionalflughafen Dortmund und 68 Kilometer vom Regionalflughafen Kassen-Calden entfernt. Was für ein Wahnsinn. Gestoppt werden die Subventionen für solche unsinnigen Flughäfen nicht, denn welcher Minister ist noch mal dafür zuständig? Ich bin nicht Infrastrukturabbauminister, sondern Infrastrukturinvestitionsminister. Und wenn wir eine Corona-Pandemie haben, dann sind wir alle zusammen Infrastrukturerhaltungsministerium. Infrastrukturerhaltungsministerium. Als Verkehrsminister taugt da nichts, aber ich will nicht gegen ihn Scrabble spielen müssen. Und dann gibt es natürlich noch die Subvention für unser Lieblingsspielzeug, das Auto. Besonders gefördert werden zum Beispiel Plug-in-Hybride, weil sie ja umweltfreundlich sind. Sie sind allerdings nur umweltfreundlich, wenn sie auch elektrisch gefahren werden. Wenn nicht, hat man die Steuerersparnis aber trotzdem. Dieser Experte erzählt, was er so erlebt. So wird zum Beispiel gesagt, dass Mitarbeiter, die die Fahrzeuge abholen, wenn es bereitgestellt wurde, fragen, ob das Ladekabel nicht gleich da gelassen werden kann, weil man bräuchte es ja eigentlich gar nicht. Das sei nur Ballast im Kofferraum. Ist ja super. Man fährt einen Verbrenner und spart teilweise mehrere tausend Euro im Jahr im Vergleich zu einem Verbrenner. Und auch für Verbrenner gibt es natürlich schon jede Menge Steuererleichterungen. Wer automobil unterwegs ist, wird mit Dieselprivileg, Entfernungspauschale und Dienstwagenvorzügen gepampert. Tja, die Karre des Deutschen ist unantastbar. Klimapaket hin, Klimapaket her. Wenn Sie das irgendwie nicht so richtig verstehen, John Fricke hat dazu einen kleinen Lehrfilm gemacht. Herr Krause kauft ein Auto. Ein Informationsfilm Ihrer Bundesregierung. Was ist denn jetzt die Überraschung, Fatih?
Stets der Nase nach, mein Kind. Und dann hier rein. Heute, Clara, gibt's ein Auto. Prima. Aber wollen wir nicht lieber Bus und Bahn nehmen und so das Klima retten? Meint schließlich auch unsere Bundesregierung. Ja, aber die Regierung hat Autos auch lieb. Und zwar alle gleich doll, besonders die mit Verbrennungsmotor. Also, dieser Diesel soll es sein. Ich verstehe, Vati. Du hast dieses Modell gewählt, weil Dieselkraftstoff viel billiger ist als Benzin. Allerdings, dank des Dieselprivilegs, ein Geschenk unserer Bundesregierung, kostet den Steuerzahler nur 8 Milliarden pro Jahr. Womit wird denn dieser Preisunterschied zwischen Diesel und Benzin begründet? Also ganz einfach. Wenn ich die Molekülstrukturen der Kraftstoffe mit diesem Buchstabenwert korreliere, erhalte ich ein gummihammerartiges Gebilde, mit dem ich mir so lange auf den Kopf hauen kann, bis der Dieselpreis Sinn ergibt. Ich glaub dir einfach. Mit Naturwissenschaften habe ich's nicht so. Ist unser neuer Diesel gut fürs Klima, Vati? Allerdings, Clara. Allein in Deutschland sterben 6.000 Menschen pro Jahr frühzeitig durch Stickoxide. Und dann gibt es noch den krebserregenden Dieselfeinstaub. Das macht unterm Strich zigtausend Bürger, die jetzt nicht mehr die Umwelt belasten können, indem sie sich zum Beispiel einen Diesel gekauft hätten. Prima. Vati, freust du dich schon auf deine anstehende Beförderung? Sicher doch. Ich finde es sehr schade, dass du dann immer 60 Kilometer zur Arbeit pendeln musst. Nicht doch. Dank der Pendlerpauschale der Bundesregierung verdiene ich beim Autofahren mehr, als ich an der Tankstelle ausgeben kann. Einige behaupten ja, diese Subventionspolitik helfe nur der gehobenen Mittelschicht. Das ist natürlich ein Irrtum. Unsere Bundesregierung denkt auch an andere, wie Firmenchefs und Konzerne. Und zwar mit Dienstwagensubventionen. 12 Milliarden Euro pro Jahr. Ich finde es spannend, dass das Geld auch da verteilt wird, wo man es erstmal gar nicht erwarten würde. Und die Gesellschaft bekommt etwas zurück. Gut gelaunte Chefs und ganz viele Autos. Schau mal, für diesen fröhlichen Herrn lohnt es sich schon fast, wenn sein eigener Dienstwagen einen eigenen Dienstwagen hat. Aber was ist mit der Natur? Nun, ich bin kein Biologe, aber ich vermute, sobald Rehe ihr Rumgehüpfe als Gewerbe anmelden, haben sie ein sofortiges Anrecht auf eine eigene Dienstwagenflotte. Gut für die Natur, denn so haben Jäger keine Chance. Und weißt du, Clara, was das Beste am Auto ist? Los, Vati, erzähl! Die Luft in der Großstadt ist durch den Verkehr manchmal derart belastet, dass man nicht mal richtig atmen kann. Ausgesprochen lästig. Und? Na, da sind Autos doch die Rettung, Clara. Einfach mal raus in die Natur fahren und endlich frische Luft. Unsere Bundesregierung macht's möglich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das hier könnte euch auch gefallen. Ist nämlich auch von uns. Und hier könnt ihr uns abonnieren. Und natürlich am besten auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Wer hatte die Idee mit der Glocke?